Hey Leute, ich begrüße euch wieder zu Duel of Champions. So, heute mit der guten alten Akademie, mit den Helden oder Heldin. Azala, Beschwören der Züchtungen. Sie spielt eine 1 Macht, 2 Zauber und 0 Schicksal, daher spielen wir keine Schicksale in diesem Deck. Und spielen hauptsächlich auf Elementare, so. So, Zauber hat sie Licht, Wasser, Feuer, 3 sehr mächtige Zauber. Ihr Effekt, lege eine Karte ab, verbünde Kreaturen, erhalten plus 1 für jeden, jede eine Kreatur verzauberte Zauber auf ihnen. So. Gut, Azala, ja, hat auch nur 18 Leben. Er fängt ja mit einer 1, 2 an und hat 3 Zauber, das ist schon ziemlich stark. So, wie ihr vielleicht jetzt hier seht, Woche der Elementare, das Ausspielen aller neutralen Geister kostet 1 weniger. Wir spielen auf neutrale, also ein paar neutrale Geister und wir spielen viele Geister, also hauptsächlich Geister. Ein Riss im Schleier ist dafür da, um unsere Zauber durchzukriegen, damit er sie nicht durch irgendwas eben verhindern kann, damit sie auch wirklich durchkommen. Abnehmender Mond, um unsere Geister wieder auf die Hand zu nehmen, das bringt, ich dachte erst, das ist nicht so gut, aber das bringt schon was, weil manche Kreaturen lohnt sich wieder auf die Hand zu holen. So, gehen wir auf unsere Kreaturen. So, zuerst spielen wir viermal den Gelehrter. Ist eine ganz gute Einser-Kreatur mit 1,03, hat Magiekanal, das heißt, wir kriegen 1 bei Magie dazu und Zauberwiderstand, das heißt, er kriegt durch Zauber nicht so viel Schaden. Ja, eigentlich ist einfach eine starke Kreatur. Als nächstes seelenverbundener Djinn. Mit einer 2-3 eigentlich ziemlich teuer ausgespielt, aber wenn wir ihn im ersten Zug haben, haben wir die 3 Magie drin und können Macht erhöhen. Da passt das, können wir sie ausspielen. So, also sie ist ein Geist und sie profitiert. Sie profitiert eben von dieser Karte, dass wir sie wieder auf die Hand nehmen können, weil sie hat einen Negativeffekt, wenn sie stirbt, kriegen wir Schaden. Das heißt, wenn sie fast stirbt, können wir sie einfach wieder auf die Hand nehmen. Und man hat 2-2-6 in Runde 2 einfach enorm stark. So, Glutmentor. Der gehört einfach auch zu den Geistern und zu den Elementarkämpfern mit einer 2-1-4 ist jetzt nicht so stark, aber er macht unsere Feuerkreaturen, wir haben ein paar Feuerkreaturen im Deck, macht er stärker und er ist noch für eine andere Karte gut, die ich euch noch zeige. So, da kommt unsere erste neutrale Karte, die könnten wir rein theoretisch für 2 ausspielen, wenn die Karte 2-mal liegt, hat eine 3-2-4 immun gegen Vergeltung. Wenn er liegt, hat er sogar 4 Angriff. Er ist einfach ein starker Schütze, wenn man ihn für 2 ausspielen kann, ist das einfach geschenkt. So, und der ist auch Geist. Also es geht darum, also wir haben viele Geister im Deck. Das hat seinen Sinn. So, Ra, eine einmalige Kreatur vom Typ Wasser. Eine 3-2-5. Ja, hat jetzt nicht die Schicksalsabwendung, hat eisige Berührung. Das heißt, wenn sie jemand angreift, kann er nichts und ich angreife Hypnose. Ist ganz gut. Kann man spielen. So, als nächstes haben wir noch den Feuerelementar, den Platzenhänder. Platzender. Er hat Flächenbrand 2, Flächenbrand ist immer stark, hat eine 205, ist auch eine neutrale Kreatur, könnten wir rein theoretisch auch für 2 spielen. So, Obsidian Gargoyle. So, hat Magieschutz, das ist einfach Magieschutz, ist geil. Hat 226, ist stark, also ist einfach gut. So, Gefangener Djinn, der ist dafür da, um Sachen einfach loszubekommen, Zauber oder Schicksale, die anhalten sind, macht er einfach weg. Und er hat 225, ja, stark. Als nächstes ist der höhere Wasserelementar, sehr geil gegen Wasserdecks, weil er saugt die Wasserzauber einfach ein und ich glaube auch von Kreaturen. Wird diese Kreatur Wasserschaden zuführt. Ich weiß nicht, ob das bei Kreaturen auch ist, auf jeden Fall sowas wie bei Geysir, kriegt ihr keine 3 Schaden, wird 3 geheilt. Mit einer 3-3 schnell auszuspielen, wenn ihr eine Karte liegt, kostet ihr nur 3. Und ihr habt auch Hypnose, das heißt die Kreaturen können sich nicht bewegen. So. Arcana Adler, das ist so eine Karte, das ist unser Matchwinner eigentlich, wenn er kommt und wir haben schon einige Kreaturen draußen, räumen wir auf. Sein Effekt ist, dass alle Geister Kreaturen plus 1 kriegen, das heißt alle Kreaturen von uns, fast jede bei uns ist ein Geist, das heißt die kriegen alle plus 1 Stärke und er bekommt pro Geist auf dem Feld plus 1 Stärke, das heißt wir haben irgendwie 5 Geister auf dem Feld, hat er einfach mal eine 8, 3, 6 und dann können wir auch für 3 spielen, wenn die Karte 2-mal liegt. Also, zweimal im Deck, ich habe ihn leider nicht öfter, sonst würde ich ihn, glaube ich, 3-mal spielen, weil er ist einfach ein krasser Matchwinner. Also, wenn er kommt, dann sieht er eigentlich immer gut aus. Er wird auch meistens vom Gegner dann direkt zerstört, weil, naja, Angst davor. So, einmal die Kreatur von Akademie, eine extrem mächtige Karte mit 3-3-6, Zauberwiderstand, Magiekanal plus 3, Immunfeldtor und jedes Mal, wenn eine Karte, also Zauberkarte, unmittelbar Zauberkarte gespielt wird, darf man eine Karte ziehen. Sehr geil. So, das war's an den Kreaturen.
Gehen wir mal auf die Zauber, da haben wir ja wirklich viel Auswahl. Da haben wir zweimal den Feuerstrahl drin. Einmal konzentrierter Geist, um ja Sachen, damit wir eben ne, angreifen können, wie wir wollen. Dann zweimal den Eisspeer. Ich überlege mir vielleicht nur einmal zu spielen, aber zweimal passt eigentlich schon durch den Heldenfähigkeit. Natürlich viermal den Geysir. Zweimal den gegabelten Feuerstrahl. Zweimal blendendes Licht und dann Arcane Zorn zweimal, um wirklich Fett aufzuräumen, falls es mal nicht gut läuft. Und dreimal den Eismeteor, wobei ich den Eismeteor habe ich noch einmal gezogen. Ich könnte ihn noch einmal reintun. Machen wir auch. Ich spiele mit 60 Karten. Kann ich noch mit leben. So, Schicksal, wie gesagt, spielen wir keine. Aber ich spiele noch zwei Bauwerke. Und da kommen wir wieder auf unsere Elementare zu sprechen. Kreaturen auf Altar des Fragments erhalten plus 1 für jeden bei den verbündeten Kreaturen auf Schlachtfeld für. Also Magie, also für jede Magiestufe kriegt die Kreatur plus 1. Und wir spielen Permanent, das ist 1. Wir spielen Feuer ist 2. Wir spielen Erde ist 3. Wir haben nochmal Feuer. Hier haben wir noch Wasser, das sind dann 4. Permanent, ich glaube, das war's aber auch. Ich glaube, wir haben, ja, wir haben 4 Zauber, das heißt, diese Karte kann uns bis zu plus 4 geben. Von möglichen 5, glaube ich, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, von möglichen 7. Aber das ist enorm viel, das ist mehr als die Hälfte. So. Aber genug gelabert über das Deck. Wir wollen es beim Action sehen. Ich habe es bisher zweimal gespielt. Ein Sieg, eine Niederlage. Aber ein Sieg, den kann ich kaum verbuchen eigentlich. Aber mal gucken, ob das Deck läuft. Also die Idee der Deck ist eigentlich ziemlich geil. Ich hatte schon länger darüber nachgedacht, mir so ein Elementardeck zu machen. Und jetzt ist es soweit. Und zwei Missionen erfüllt. Kamelie, Bastion. Ach, Bastion. Ah, das ist ja auch vom letzten Part noch. Wo wir mit Bastion gewinnen mussten. Und wir warten. Und wir warten. Ja, so Leute, da haben wir endlich einen Gegner gefunden. Wobei, lebt noch. Und da. Oh, Kate, Suchen der Freiheit. Oh, die hatten wir im letzten Part selbst gespielt. Hand sieht gut aus. Erste Runde, zweite Runde, dritte Runde. Ja, können wir behalten. Wir sind zweiter Spieler. Können wir so behalten? Er hat nichts zum Ausspielen, das freut mich schon mal. Wir haben was zum Ausspielen. Oh, krieg ich ein bisschen Schluck auf. Und da hat er die Rapier. Was spielt der da so? Ja, spielen wir dich mal aus. Zack, können wir einfach mal gemütlich angreifen. Unsere Macht nochmal erhöhen. Ich würde mich gerne für sie sparen und ausspielen. Fände ich ziemlich geil. Und, ah, okay, ja, ärgerlich. Das ist ärgerlich. Das macht man doch nicht. Ihn dann den Weg spielen nicht. Kostet 4. Ah, kostet auch viel Zauber, okay, den kann ich mir nicht leisten. So, dann kommst du erstmal und du. Dann können wir ganz bequem angreifen und die Macht nochmal steigen. Jetzt sind wir auf 4-4. Das ist eigentlich geil. Also jetzt könnten wir im nächsten Zug sie spielen und das nächste Mal, wenn wir einen Zauber spielen, kriegen wir Karten. Das wäre nämlich ein enormer Vorteil. Oh, oh, das ist cool, das ist cool. Ich frage mich, ob er noch mehr von solchen Karten hat. Dann werden wir auf. Wir werden alle stärker, ne? Wäre eigentlich schon ziemlich geil. Nein, die werden nicht stärker. Das ist schon mal ziemlich scheiße. So gehst du hoch. Lass uns mal den Rücken frei. Wir steigen in unsere Magie. Weil ihn verlieren wir, das heißt, wir sind dann wieder runter auf 4 Magie. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Okay, ihn machen wir einfach weg. Ihn rein Twitch auch. Ihn aber nicht. Er hat Angriff überall. Die müssen wir unbedingt wegmachen. Das kostet mich 3, das kostet mich 6. Okay. Können wir ausspielen. Zack. 1 erhalten. Du und du. Dich besiegen wir einfach mal. Du hast jetzt schon.
Du hast extrem viel, ne? Gut, dann lassen wir den erstmal so. Ich meine, 2 Damage, damit macht er uns nicht kalt. Also wir sind auf 4-5, aber wir müssen auf... Ja, wobei, können wir nicht bleiben, wenn wir sie jetzt spielen und... Ah, nein, ärgerlich. Und sehr tot. Das ist sehr ärgerlich. Okay, den können wir jetzt nicht mehr auswählen. Da kommt ein Eismeteor von oben. Ich meine, es sind unten 2. So, kommst du. Du kannst die erstmal nicht auswählen, nämlich darauf habe ich überhaupt keine Lust, dass du die auswählst. Und du greifst nicht an. Steigern unser Schicksal. Ja, da beenden wir erstmal. Das ist einfach nur ein Blocker. Das sind ja eh die Kleinkreaturen, also langsam brauchen wir sie eher weniger. Und eigentlich sieht es sehr gut aus. Luft, das war die mit den Verschieben auf die Hand, ne? Ja, gut. Ihn kann er eh nicht spielen. Er kommt auf die Hand und ihn verschiebt er nach oben, ne? Wird Sinn geben, oder nach unten. Um zu töten, ja. Hast du Magieabwendung? Nein, hast du nicht. Das tut mir aber leid. Ah, freut mich das. So, hier blocken wir einmal. Hier mit 3 angreifen. Und wir stecken unsere Macht nochmal. Und jetzt hat er 4 Handkarten. Mal gucken, ob er sie töten kann. Würde mich nicht freuen. Ja, okay. War klar. War ja klar, dass er sie töten kann. Geht, geht, geht. So. Wir haben 4, 3. Okay, ziehen wir noch eine. Rüsten wir ihn damit aus. Greifen wir einfach gemütlich an. Sitzen nicht dahinter. Denn hier können wir jetzt schön durchgehen. Wenn wir wollen. Okay, der ist jetzt. Oh nein. Der ist jetzt wirklich hart nervend. Der hat aber noch 2 Handkarten, das heißt, wenn wir genug Druck aufbauen. Okay, wir können jetzt mal eine Karte ziehen. So handkartenmäßig. Okay, da kommst du. Und du. Der kann uns 3 Damage machen, rein theoretisch. Und du kommst wieder hoch. Ich denke mal, entweder macht die 3 Damage oder zieht die nach oben, um uns ein bisschen zu blocken. Weil er hat nur noch 5 Leben. Das heißt, er muss da eigentlich ein bisschen was ändern. Kreatur, ja. Finde ich nicht so geil. Finde ich noch weniger geil. Man greift er an, ja, okay. Das war dann doch. Okay. Greift mal an. Ziehen wir eine. Da 3 Damage. 3 Damage sind zu viel. 3 Damage sind echt viel. Kommst du? Und du? Und du kommst mal hier oben hin. Den Effekt wollen wir nicht aktivieren. Ja, hier können wir jetzt auch mal angreifen. Genauso wie hier. Und die Runde können wir beenden. Ja, obwohl er so wenig Handkarten hat, ist das gerade nicht so geil. Aber wir haben einen Geysir. Mit einem Geysir können wir ein bisschen aufräumen. Kommt davon, dass er... Ah, nein. Wobei, wo macht er ihn hin? Okay, ja, dann ist er tot. Er macht die stärker. Okay. Okay, hier bringt das nichts. Und er hat ihn... Oh, der hat nochmal diesen ekelhaften Blitz. Und da hat er sogar... Oh, da hat er noch eine Kreatur. Steigern wir... Arkanzorn. Ach geil, der bleibt da stehen. Nice. Da kommst du erstmal dahin.
So, das Geile ist, er hat noch zwei Handkarten. Rein Twitch jetzt drei, jetzt zieht es noch eine. Aber klar. Und er hat das Kriegszelt. Ist das denn ernst? Aber der ist sogar vor Akazorn geschützt. Also das ist jetzt wirklich. Hätte ich nicht gedacht. So, wir ziehen eine. Ey, fünf. Fünf. Das ist einfach. Das ist viel zu viel. Sollen wir es ausspielen? Sollen wir es nicht ausspielen? Ja, okay, wir schützen erstmal ihn. Komm hier, zack. Spielen wir es aus. Natürlich können wir jetzt hier irgendwo Damage machen, aber für ihn bringt das ja eh nichts. Also das ist so eine Kreatur, die mir gerade hart auf den Sack geht. Allein weil wir. Also wir spielen hauptsächlich auf Zauber und da können wir einfach nichts gegen ihn machen. Da hat ein Insektenschwarm. Ein hässlicher Insektenschwarm. Aber er ist runter auf 1. Also seine eigenen Zauber treffen, gut zu wissen. Jetzt nochmal ein Arkanzorn, bitte. Bitte! Nein. Dann kann ich ihn auch nicht auswählen, ne? Nein, kann ich natürlich nicht. So, wir ziehen nochmal eine Karte, hoffen auf. Oh mein Gott. Aber. Damit bin ich ihn los. Schön. Damit können wir ihn wegmachen. Hier. Er hat aber keine Handkarte, also er hat noch eine Handkarte, aber einmal angreifen schon. Er hat nur vier Leben, ist so wenig. Aber er hat besser gezogen als wir, auf jeden Fall. Wir ziehen noch eine. Angriff überall das Vieh. Ja, komm, wir müssen ihn töten. 5 Life. 3 Life. Du kannst ihn nicht auswählen und unwenden. Ah, meine Güte. Was für ein Duell, was für ein Duell. Oh nein. Da zieht er sowas. Jetzt kann ich ihn da oben auch töten. Oh, ganz ehrlich, da zieht er sowas nach. Kotzt mich das wieder an. Komm, jetzt in Arkanzorn, da kann ich erstmal komplett aufräumen. Das wird mich freuen. Komm schon. Arkanzorn. Ich habe noch einen im Deck. Ich weiß es. Ein Feuerstrahl. Was soll ich mit einem verdammten Feuerstrahl? Das sind drei. Das sind... Ja, okay. Ja, wir sind am Arsch. Wir sind richtig hart am Arsch. Ich kann ihn auswählen. Ja, wir könnten zwei Schaden machen, die uns nichts bringen. Tod. Er macht fünf. Nein, da geht er nochmal eins. Das sind vier. Das sind sechs Damage. Also das hätte überlebe ich mit 1. Aber es hat er auf der Hand, wenn er den nochmal auf der Hand hat, dann habe ich verloren. Also generell, wenn er jetzt noch irgendwann mal zieht. Ach, ganz Zorn, danke. Komm schon! Und oh, ich zieh keine Karten, ich zieh keine Kreaturen, das ist so. Und er hat ihn nochmal auf der Hand. Er hat ihn nochmal auf der Hand. Oh, war das ein enges Duell? Ach, ärgert mich. Ärger mich, war aber ein ziemlich geiles Duell. Ah, 4 Leben hat er nur gehabt, wurde richtig eng. Schade. Schade, schade, schade. Gut, Leute, das war dann dieses Deck, also leider nicht gewonnen, aber es lief ganz gut. Das Problem war, dieser Zaubertyp, der hat mich extrem genervt. Da konnte ich echt nichts gegen machen. Naja, gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao.